Was geht ab? Ich grüße euch. Boys, was machen wir heute? Ganz kurz, wir werden heute einen richtig fetten Braten machen. Das ist das, was wir heute machen. Ich habe richtig Bock, wir machen richtig geil heute, Jungs. Wir machen Kartoffelklöße selber. Was wir nicht selber machen, ist Rotkohl. Weil wir haben letztes Mal Rotkohl selber gemacht. Das war eine komplette Katastrophe. Ich rede gerade ein bisschen um den heißen Brei rum, hat folgendes Problem. Eventuell, Jungs, war ich heute nicht, beziehungsweise gestern nicht richtig einkaufen und habe ungefähr 90% der Sachen einfach vergessen. Meine Mama und meine Freundin sind nochmal losgefahren, auf Ehre. Ja, wir haben erst ungefähr in einer Dreiviertelstunde alles, was wir brauchen, aber wir können schon ein bisschen was vorbereiten. Das bedeutet, wir müssen ein Kilo Kartoffeln schälen, Jungs, weil wir ja Kartoffelklöße machen. Also, Jungs, wir haben ein bisschen was zu tun. Fussische, Sauerkirschen, was war das letzte? Sauerkirschen. Da brauchen wir aber eine 5 Meter Verlängerungsschnur für den T-Rex. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich schneide mir den Finger ab. Ich weiß nicht, der Kartoffelschäler ist irgendwie nicht so der optimale. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist kein Kartoffelschäler, oder? Hä, hey, Digga, so kann ich nicht arbeiten. Achso, ja moin. Nehme ich doch einfach den hier. Gut, perfekt. Jetzt können wir anfangen. Ah, das ist ein Spargelschäler. Ja, da macht das Sinn. Da kann man das dann so zusammendrücken und ziehen. Ah, tanz mal Fortnite-Tänze. Nein, cringe. Oh, Mamushki und Cindy sind da. Grüß euch, habt ihr alles bekommen? Oh, mega lieb. Okay, Jungs, hier sind unsere ganzen Zutaten, die wir brauchen. Hashtag Ehre in die Kommentare, wenn ihr bis hier geguckt habt. Heute schälen, morgen kochen wird ein Zweiteiler. Shut up. Hä, du sollst sie doch gar nicht schälen. Wie? Ich muss sie nicht schälen? Die kommen ungeschält und dann... Oh mein fucking... Nee, die werden geschält, safe. Ich hab dir doch ein Rezept gegeben. Safe werden die geschält. Kartoffeln waschen und mit Schale in Salzwasser kochen. Jesus fucking Christ. Oh man, Alter. 999, perfekt, das nehmen wir. Dann muss da jetzt noch Woda rein und dann geht's ab. Ey, komm, wisst ihr was? Ist Weihnachten, wir knallen noch zwei rein. Zwei kleine aber. Gut. Perfekt. Wir machen jetzt weiter mit der Gänsekeule. Also, die Gänsekeule über Nacht im Kühlschrank auftauen. Ja, oder in 4 Minuten in der Mikrowelle. Keule unter fließendem Wasser waschen, trocken tupfen, habe ich schon gemacht. Das sichtbare Fett abschneiden, klein schneiden und in der Pfanne bei mittlerer Hitze auslassen. Was ist denn jetzt hier dran, das Fett, was wir abschneiden müssen? Ich check's nicht. Okay, hier ist ein bisschen Fett. Ja, Digga, aber das ist... Digga, wie soll man das denn trennen, WTF? Das ist halt übel schwierig. Junge, ich bräuchte so ein Ding zum Einspannen, wo ich die Keule so einspannen kann. Das wäre nice. Okay, hier an der Keule ist ein bisschen Fett dran, das ist nice. Alter, Junge, es läuft. Läuft, Leute. Nice. Perfekt. Ich weiß nicht, ob das reicht. Ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, das reicht nicht. Es ist halt nicht viel, aber es soll halt auch eigentlich nur für den Geschmack sein. Gemüse waschen, je nach Sorte schälen und fein würfeln. Okay, wir brauchen 4 kleine Zwiebeln. Okay, Zwiebeln haben wir geschnitten. Alter, 300 IQ Lifehack, Jungs. Fuck, ich habe nicht weitergedacht. Egal. Aha. So, Jungs, kleiner Lifehack hier. Den Knoblauch vorher einmal quetschen. So, Jungs, Lifehack Part 2. Oh ja, das wird gut. Zack. Arschgeile Nummer. Perfekter Lifehack. Okay, Petersilienwurzel brauchen wir noch. Das ist Petersilienwurzel? Das sieht mir aus irgendwie so wie Zuckerrüben oder so. Griechischer Wein. Komm und schenk nochmal ein. Okay, perfekt. Hi Jungs, wir kommen jetzt zum Content. Wir braten jetzt das Fleisch an. Jeeha. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal das Fett hier reinknallen und auslassen. Oh, wir hätten es klein schneiden müssen. Uff. Saved. So, geil. Saftig, schmaftig, lecker schmecker. Das ist so satisfying, das so abzuräumen und einfach da reinzuknallen. Okay, zack und rein in der Olga. Flop. Ach so, scheiße, wir haben was vergessen, Jungs. Das Huhn muss rein. So. Da muss jetzt auch fix Salz und Pfeffer drüber.
Ja, hier schön pipapo, bisschen Salz, bisschen Pfeffer, bla bla und rein in die Olga. Zack. Salz, flop, flop, flop. Das war viel zu viel Salz, holy shit, das wird niemand schmecken. Und rein damit. So. So, ich brauche noch eine Gabel. Oh. Die Kartoffel hat's zerlegt, Alter. Uff. Die hat's zerrissen. F in Chat. Gut, perfekt. Dann haben wir die Kartoffeln für die Klöße schon mal ready to splash. Das ist sehr, sehr gut. Die Klöße können wir auch gleich vorbereiten. Da holen wir noch hier den einen Ehrenbruder raus. So. Und jetzt weg mit der Rotze. So, wir sollen ab und zu hier die Soße drüber streuen. Boah, Jungs, die sieht da schon richtig babamäßig aus. Gut, Karotten müssen auch nochmal fix klein geschnitten werden. So, und rein in die Olga. Gut, jetzt haben wir alles drin hier. So, bla bla, bla bla bla. Bla 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 bla. Okay, wir müssen jetzt stampfen, Jungs, in der Schale. 50 Gramm Butter. Und flop. Was ist das? Creme. Ja, schmeckt übelst geil. Jetzt macht er so, als könnte er abschmecken. Extra, ganz ehrlich. Ich habe lange Erfahrung im Gastronomiebereich. Kannst du mir schon mal die Eier rausgeben? Huf! Hä, Baby? Ja? Wieso machst du da das Eiweiß rein? Ja, weil ich ein Dödel bin, deswegen brauche ich eine Schale. Ich habe gerade übelst gefailt. Ja, ja, alles gut. Ja, entspann dich, Ingo. Oh mein Gott. Alter, die Klöße werden kacke jetzt. Jetzt ist ja auch nicht leicht mit dem Multitasking. Ja. Alter. Schmeckt ja mega brutal. Ich weiß nicht, mein Klo sieht irgendwie so kacke aus, aber ich weiß gar nicht warum. Kann ich das machen? Ja, mach du mal. Du kannst besser mit den Bällen umgehen. Hä? Warum sind denn deine so schön? Ich hab die Schürze um, ich dreh die Würste um, ich bin der Kevin und stehe am Herd. Und mit einem iPhone in der Kralle grill ich immer, würdet alle Fleisch und Würste grillen, das alles, was ich will. Ich hab die Schürze um. Weißt du eigentlich, auf wie vielen. Es gibt so Sachen, diese Frauennamen kriegen in 2019 ein Kind und meiner war dabei und so viele. Ja, sind die gut. Jungs, wenn ihr über 18 seid und weiblich, dann hittet mich. Aua! Haha! Dann hittet mich doch einfach in der DM. Au! Es tut doch weh, hallo? Cindy. Soll ich wieder die sechsschwänzige Peitsche rausholen? Ich hab die Schürze um, ich dreh die Würste um, ich bin der Bernd und stehe am Grill. Und mit einem Bierchen in der Kralle. Grill ich immer, wird das alle Fleisch und Würste grillen, ist alles, was ich will. So, Freunde der geschälten Bananen. Ha, hu, ha, yo, ha, hu, 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 okay. Das war eventuell ein bisschen. Alles gut. Du solltest die jetzt mal in den Ofen machen, die dann gekrönt. Dann, mach mal auf, den Ulrich, und dann schieben wir die Dinger rein. Oh mein Gott, Baby. Aber nicht die Soße mit drauf, die fährt dann runter. Ja, 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 bla bla. Und rein damit. Alter, bei den Kartoffelklößen bin ich wirklich am gespanntesten, muss ich sagen. Weil wir haben immer diesen Fertigteig genommen und noch nie selber gemacht. Boah. So, Jungs, das ist unser heutiges Fleisch. Sieht ein bisschen aus wie hingekackt und hingeschissen, aber gut. Passt schon. So, die Jungs müssten eigentlich jetzt fertig sein. Die sehen ein bisschen missgebürtisch aus. Oh Mann, das ist eine richtige Schandtat hier. Also für alle Leute, die das YouTube-Video gucken, den Teil hat Max rausgeschnitten, das habe ich natürlich selber auch gemacht. Das hier ist das Spekulatius Tiramisu. Den Teil hat Max nur rausgeschnitten, deswegen habt ihr es wahrscheinlich nicht gesehen, die Zubereitung. Aber habe auch ich alles gemacht. Danke für den Kostüm, Jungs. Ich hoffe, ihr konntet den enjoyen. Es war mir mal wieder eine Freude, Jungs. Und macht's gut. Peace, peace.